Nach langem Warten ist es soweit, der früheren Hammerwurf-Weltmeisterin Betty Heidler wird knapp 7 Jahre nach den Olympischen Spielen von London ihre Silbermedaille durch IOC-Präsident Thomas Bach überreicht. Am 25. Mai wird die Frankfurterin im Haus des Sports geehrt, nachdem die Russin Tatjana Lysenko wegen eines Dopingvergehens disqualifiziert worden war. Bildergalerie: Die größten Doping-Skandale. 32 Bilder, das teilte der Deutsche Olympische Sportbund, DOSB, am Mittwoch mit. Gold geht an die polnische Weltrekordlerin Anita Wielodarczyk, die auch 2016 in Rio triumphierte. Heidler hatte ihre Karriere 2016 beendet. Ihre Frankfurter Teamkollegin Katrin Klaas, die bei der EM in Berlin Abschied von der internationalen Bühne genommen hatte, rückte von Platz 5 auf 4 vor. Auf der einen Seite freue ich mich, auf der anderen Seite bin ich verärgert, hatte Heidler, die mit ihrem 2011 erzielten Weltrekord von 79,42 Metern nach wie vor die deutsche Bestmarke hält, zuletzt zu der Medaillenneuvergabe gesagt. Bildergalerie: Die deutschen Fahnenträger bei Olympia. 44 Bilder, alles was mit der Verleihung einer Silbermedaille bei den Olympischen Spielen verbunden ist, sei ihr genommen worden. Dass die Korrektur erst so viele Jahre später stattfindet, macht mich traurig, sagte die 35-Jährige. Für die Zukunft hoffe sie, dass solche Korrekturen durch einen stärkeren und effektiveren Dopingkampf gar nicht erst passieren und den Sportlern dieser wichtige Moment der Siegerehrung nie mehr genommen werden kann. Meistgelesene Artikel: Fußball, Bundesliga schnappt Bayern bei Griezmann zu. Int: Fußball, der Absturz eines Nobelclubs. Dennis Azferev: Mit dramatischer Entwicklung des Sport NBA die Folgen des Lotteriebebens sind. Punkt. Fußball zu Bayern? Das sagt Ten Hag. Let's Block.